Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinen Kanal. Ich dachte, es wird jetzt nach ein paar Monaten mal wieder Zeit, ein Video hochzuladen. Und ich dachte, fangen wir mal mit was Einfachem an. Besser gesagt, eigentlich wollte ich Destiny eine Runde spielen, aber wie ich festgestellt habe, hatte ich meine PlayStation so lange nicht angemacht, dass ich jetzt das Problem hatte, ja, Update fahren. Und das tut es gerade. Deswegen hier ein kleines Retro-Spiel, Bubble Bobble. Tja, dank einer hervorragenden Vorbereitung. Gleich der erste Tod. Nein, eigentlich wollte ich versuchen, das Ganze hier parallel gleichzeitig Sound und den Audio und Kommentar aufzunehmen. Jetzt habe ich das Problem, Video nochmal komplett von vorne gucken bis zum Ende, damit ich auch dementsprechend meinen Senf dazugeben kann. Was allerdings nicht so schlecht ist, weil, naja, ich kann jetzt bei Bedarf schneiden, wenn irgendwas schief geht, oder die Texte ein paar Mal korrigieren. Aber nichtsdestotrotz, ja. Das Spiel ist recht alt. 1986, glaube ich, ist es damals rausgekommen. Zu dem Zeitpunkt war ich gerade mal 3 Jahre alt, aber ich habe das letztens im PlayStation Store gefunden und dachte, Mensch, das ist so retro, das muss man spielen. Außerdem ist das ein Highlight für meine Kinder, dieses Spiel. Das Spielprinzip ist eigentlich recht einfach. Bubble schießen, Bubble kaputt machen, Punkte sammeln, fertig. Kann man übrigens auch zu zweit spielen, macht sehr viel Spaß. Ja. 1986, ich glaube, das erste Mal hatte ich das Spiel gespielt, irgendwann, wo es dann wirklich in diesen Monster-Arcade-Konsolen, vielleicht kennen einige die von euch noch, die dann in, ja, es gab damals Spielehöllen, ja, oder Spielcasinos ist es ja nicht, in solche Gaming-Communities. Na, damals nannte es, glaube ich, damals hieß es, glaube ich, Internetcafé. Da hat man damals für, bin schon wieder tot, verdammt ernst. Ja, damals hat man für mehrere Cent oder Pfennig? Pfennig war das, ja, genau. Ich glaube, ein Spiel kostete damals irgendwie 10 oder 20 Pfennig. Die Preise sind ja dann irgendwann mal durch die Decke gegangen und wenn man ins Internet wollte, musste man dann immer ins Internetcafé gehen, um dort entsprechend, ja, seine Internetlust zu befriedigen. Heutzutage geht das ja alles über Smartphones oder für günstige Flatrates. Ja. Also ihr seht, das Spiel ist recht einfach gestrickt. Ne? Manchmal gibt es dann noch diese schönen Blasen mit Wasser, wo man dann ganz schnell über das ganze Level pushen kann. Ziel dieses Spiels ist es übrigens, irgendwelche Leute zu retten. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, ob ich das damals irgendwie geschafft habe. Aber ich glaube, das Spiel hat irgendwie um die 100 Level. Ich weiß gar nicht, welchen Level ich jetzt aktuell bin. Ja, nichtsdestotrotz, schon wieder tot. Irgendwie habe ich es heute mit dem Sterben. Thank you. War vorbei. Nee, ich habe sogar noch Leben. Klasse. Ja, wie gesagt, ich versuche jetzt hier gerade mal irgendwie ein bisschen nach vorne zu kommen. Ihr seht schon den Highscore, der da oben ist. 159.000. Ich weiß nicht mal, ob der von mir ist. Oder ob der von irgendeiner Webrangliste ist. Soweit ich das weiß, ist das so, dass das Spiel hier tagesgemessen wird. Das heißt, am Ende des Spiels werde ich herausfinden, gibt es irgendjemanden, der dieses Spiel heute über das PlayStation Network gespielt hat, der besser ist als die Punkte, die ich jetzt hier an dieser Stelle mache. Level 8. Ja. Allerdings ist diesmal nicht gestorben. Und recht schnell. Oh, 5000 Punkte. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Irgendwann sollte man in diesem Spiel auch ab einer bestimmten Punktzahl Leben bekommen. Was sehr, sehr nützlich wäre. Wie das. Und das Leben wieder weg. Ja, und man kann auch diese Buchstaben sammeln, aber ich kann mich ganz ehrlich überhaupt nicht erinnern, was diese Buchstaben damals gebracht haben. Keine Ahnung. Hauptsache Punkte erstmal einsammeln und somit die Leben generieren. Ich glaube, irgendeine Kombination. Ich müsste mal im Internet nachgucken, was das jetzt genau bringt. Aber ja. Wenn irgendjemand das von euch weiß, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Ne? Mich würde jetzt mal echt interessieren, wie das Ganze hier strukturiert ist. Aber diese fliegenden Viecher, ne? Die gehen mir ja so dermaßen auf den Keks. Ja, und die Erdbeeren, ich komme nicht dran, verdammt Angst. Schneller, schneller, schneller. Und Punkte verschenkt. Aber ich bin schon bei fast 100.000 Punkten. Heutzutage ist das viel. Und schon wieder tot.
Mann, ich bin ein richtiger Profi in dem Spiel noch. Da hat man ja noch richtig Profi. Dieses Ding ist sowas wie ein Super Mario Stern. Das finde ich richtig nice. Ja, das ist Feeling. Alle erwischt. Oder auch nicht. Doch, alle erwischt. Und kriege ich die Banane noch? Kriege ich die Banane noch? Nein! Daneben. Oh, dieses Level, ey, da bin ich immer dran verreckt. Konnte ich machen, was ich wollte. Ah! Nein, 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 nein. Verdammt, Axt! Ich hoffe mal, dass mein Download für Destiny Walker fertig ist. Weil das hier ist echt nur ein Lückenfüller. Bei meinem Glück muss ich Destiny auch noch komplett von vorne anfangen, das heißt mit 0 Leveln. Aber mal sehen, was das Update König der Besessenen bringt. Na, no, jetzt komme ich nicht mehr dran, ey. Oh Gott. Wie komme ich denn da rein? Mit. Von oben? Ne, von oben. Den habe ich jetzt auch erwischt. Das ist von unten reinspringen wahrscheinlich. Dieser Zauberstab da. Kommt er ran? Na! Nein! Verdammte Axt! Kann ich überhaupt noch leben? Nicht mehr viele. Spült das Wasser wieder raus? Achso! Das Wasser spült die rein! Geil! Los, Wasser nasch! Marsch! Nicht nass! Oh man, lass den Bier nicht liegen! Die Steuerung ist echt für ein Thermos. Man hat immer den Drang, irgendwie auf das Steuerkreuz zu schwingen, benutzt aber trotzdem immer den Analogstick. Obwohl beides funktioniert. Ja? Mit dem Steuerkreuz geht das ja viel einfacher. Level 14. Na komm, kriegen wir den? Ja. Erwischt, sehr schön. Und kein Feuerball geschossen. Na, na, komm her. Nicht, ne? Der will nicht. Jetzt aber, jetzt aber. Ja. Ah. Komm schon. Ich hasse diese Hitzkatze. Komm runter hier. Hurry up. Was ist passiert denn nochmal, wenn man die Zeit nicht einhält? Wenn man die Zeit nicht einhält. Ich glaube, da kommt so ein übler Mega-Geist, der einen sofort instant tötet. Das ist auch nicht in Ordnung. Und dieses Level hat... Oh, das ist so lange her, verdammt. In diesem Level passiert irgendwas, wenn man es durch hat. Ich weiß nur nicht was. Und wie komme ich jetzt hier wieder raus? Nur auf der Seite. Okay. Gut, also ich kann mich von unten nach oben reinfallen lassen und bin nicht gestorben. Was? Oh. Ach ja, das war so ein Versus-Spiel. Wenn man mit zwei Spielern spielt... Kann man hier. Das war nix. So. Kann man hier die Musiknoten einsammeln und kann dann. Na. Und Wasser. Mit den Musiknoten kann man dann halt Punkte sammeln und wer nachher die meisten Musiknoten hat, der hat dieses Minigame gewonnen. Ich dachte, dafür gab es ein Leben oder irgendwie sowas. Oder nee, gab es noch Punkte für. Na. 542 sind wie viele? Da, die beiden Damen, oder zumindest eine davon, sollen man retten. Sind jetzt Stufe 15 und schon wieder diese Geister. Kann die nicht mehr jemand abschaffen? Oh, Regenschirm. What the fuck? 19, 20, 21, 22, 23. Yes! Level 23. Einmal kurz die Abkürzung genommen. Ich brauche nochmal so einen Regenschirm. Her damit. Komm. Regenschirm. Yes! Oh Gott, das sieht schon sauber so aus. Ja. Im Alter werden die Autos die Augen auch schlechter. So, nichtsdestotrotz. Wie komme ich jetzt an das Viech dran? Ja, erwischt. Von vorne ist mir. Oder auch nicht. Na. Ja, noch erwischt. Bubble. Von 1986. Geiles Spiel. Nichtsdestotrotz, ich schaff das. Alle besiegt. Das Eis ist mir. 216.200 Punkte. Popcorn.
Das ist echt. Oh, was? Das hat's gerade einmal geleckt. Ihr habt den Schnitt gerade gesehen und. Ach, verdammt. Gestorben. Naja, dann geben wir mal unser Ranking ein. Ich bin mal gespannt, wo wir jetzt heute gelandet sind. Runde 25. Na, wie gibt man hier die Buchstaben ein? Das R, das E, bam 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 bam. Und das. Nee, das D wie Dora. Da haben wir es doch. Sauber. Oh, und da kann man jetzt sehen. Runde 25. Ich bin 7 Runden vom Besten entfernt. Ja. Und dieser schöne, klassische, alt Game-Over-Sound, wie hat man es nicht vermisst? Ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!